Archicad kann boolsche Funktionen, das heißt Verschneidungen zwischen Körpern ausführen. Der Befehl dazu lautet Solid Element Operation. Ich habe hier eine Freifläche, die grün ist, und zwei kubische Elemente, die aus Decken bestehen, die einmal über dem Gelände schweben und einmal im Gelände drin sitzen. Und ich möchte euch gern zeigen, wie jetzt da die beiden da Löcher reinschneiden können, jeweils auf unterschiedliche Weise. Zunächst einmal brauche ich für diese Operation die Solid Element Palette. Das ist ein Befehl, der steckt eigentlich im Planungsmenü. Ich habe allerdings, weil ich den häufiger brauche, den auch in meiner eigenen Symbolleiste. Da ist er. Und da kommt diese kleine Palette. Die Palette besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Man kann auch den unteren Teil einklappen, den man erstmal gar nicht braucht, und dann geht es eigentlich nur um den oberen neue Solid Element Bearbeitung. Wenn ich jetzt möchte, dass diese blaue Fläche eine Baugrube in diese grüne Freifläche schneidet, dann muss ich Folgendes machen. Ich muss diese Decke anklicken und dann auf Operator Element übernehmen klicken. Das bedeutet, dass diese Decke das schneidende Element werden wird. Dann muss ich das Ganze deaktivieren und auf die Freifläche klicken. Das mache ich jetzt mit einer Auswahl. Sicherheitshalber, damit ich nicht irgendwelche einzelnen Polygonzüge erwische, und klicke auf Zielelemente übernehmen. Ich kann jetzt zunächst mal wieder alles abklicken. Jetzt ist für Archicad erstmal klar, diese beiden Elemente sollen miteinander geschnitten werden, auch wenn man sie jetzt nicht ausgewählt sieht. Man sieht auch hier Ziele 1, Operatoren 1. Ich kann wahlweise auch auf diese kleinen Buttons klicken, dann wird es angezeigt, oder auf den hier und dann wird der Operator angezeigt. Das zweite ist, ich muss sagen, was überhaupt passieren soll. Da steht hier Abzug, Abzug mit Verlängerung nach oben, Abzug mit Verlängerung nach unten, da kommen wir gleich dazu, Schnittmenge und Vereinen. Das, was man am häufigsten mit diesen Operationen macht, ist ganz klar alles, was mit Abzug zu tun hat. Ich möchte ganz gerne, dass es einfach nur eine Grube wird, die von diesem blauen Deckenkörper ausgeschnitten wird. Deswegen bleibt es bei Abzug und jetzt wähle ich Ausführen. Jetzt sieht man erstmal nichts, weil bei dieser Operation nicht eins von den beiden Elementen gelöscht wird, sondern sie bleiben erhalten. Was ich aber machen kann, ich kann diesen Operator, diese Decke, auf eine andere Ebene legen. Ich habe in meinem Template eine Ebene extra für diese Aktion vorgesehen, die heißt SEO, Solid Element Operation. Und diese Ebene ist auf Drahtgitterdarstellung geschaltet. Das bedeutet, dass Elemente, die darauf liegen, eben, wie der Name schon sagt, drahtgittermäßig dargestellt werden. Sie hat auch eine andere Verschneidungsgruppennummer als alle anderen Ebenen, dass nicht aus Versehen diese Decke sich automatisch verschneidet mit irgendwelchen anderen Elementen, wie zum Beispiel mit Wänden oder Stützen. Das habe ich zwar jetzt nicht in meinem Modell, das könnte aber ja sein. Und deswegen gibt es hier eine andere Verschneidungsgruppennummer, die dann also ganz klar dafür sorgt, dass alles, was auf dieser Ebene liegt, sich nicht verschneidet mit Elementen auf Ebenen, die eine andere Verschneidungsgruppennummer haben. Jetzt habe ich euch die Ebene gezeigt, jetzt liegt die Decke aber noch nicht auf dieser Ebene. Jetzt gehe ich hier oben hin auf meine Infopalette und lege die auf diese Ebene. Jetzt habe ich diese Drahtgitterdarstellung und siehe da, jetzt habe ich hier so eine Baugrube. Da ist sie. Jetzt mache ich das Ganze nochmal rückgängig. Jetzt zeige ich euch noch einen anderen Trick. Jetzt mache ich Folgendes. Ich wähle das nochmal alles aus, beides. Freifläche, Zielelement, Deckenelement, Operatorelement. Und jetzt steht hier unten neues Oberflächenmaterial des Ziels. Da kann ich wahlweise auswählen, vom Operator übernehmen, Eigenattribute übernehmen. Eigenattribute wäre, das Zielobjekt ist grün. Das heißt, die Innenflächen der neuen Baugrube sind auch grün. Wenn ich aber sage, vom Operator übernehmen, dann werden diese Flächen gleich die Farbe des Operatorelements der blauen Decke übernehmen. Ich blende die jetzt wieder aus, indem ich sie auf die SEO-Ebene lege. Und siehe da, jetzt ist die Baugrube von innen bläulich. Also das ist schon mal ganz wichtig, dass ihr das unterscheiden könnt. Und wenn ihr sowas wollt, dass zum Beispiel das resultierende Negativvolumen anders aussieht als die eigentliche Fläche, dann könnt ihr das so machen. Diese Solid Element Operation ist sozusagen live. Das heißt, sie besteht zwischen diesen beiden Elementen Decke und Freifläche. Ich darf keins von beiden löschen, sonst ist die Beziehung weg. Ich mache das mal kurz. Die Decke ist weg, dann ist auch die Solid Element Beziehung weg. Oder das Ergebnis davon. Also auf keinen Fall dürft ihr irgendwas löschen von dem Ganzen. Ihr dürft es natürlich, wie ihr gesehen habt, auf eine andere Ebene legen. Ihr dürft auch diese Ebene sogar ausblenden. Das mache ich mal kurz. Das heißt, die Ebene ist jetzt ausgeblendet. Ich sehe auch wirklich nicht mehr dieses Deckenelement, aber sie ist noch da. Ich mache sie mal wieder sichtbar. Und das bedeutet natürlich, dass ihr jetzt dieses Element auch verschieben könnt. Ihr könnt es zum Beispiel schmaler machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Kante verschiebe, dann wird die Baugrube auch kleiner, logischerweise. Man kann sie auch größer machen. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, was man mit einer Decke machen kann, verändert dann das Ergebnis der Solid Element Operation. Ihr könnt auch die Decke an sich in der Höhe verschieben. Ihr könnt sie auch zum Beispiel dicker machen. Dann wird natürlich auch die Grube größer, also tiefer. Jetzt klicke ich da nochmal drauf auf das Element.
Ein weiterer Hinweis: Jedes Element, was an einer Solid-Element-Operation beteiligt ist, merkt sich das. Das heißt, ihr könnt jederzeit sehen, ob ein Element, wenn ihr es ausgewählt habt, an einer solchen Operation beteiligt ist. Das heißt zum Beispiel, ob man es einfach so löschen könnte oder eben nicht, weil sonst irgendeine wichtige Operation dann nicht mehr funktioniert. So, wie geht das? Wenn ich das ausgewählt habe, seht ihr hier so ein kleines Quadrat. Wenn ihr da nur den Mauszeiger drauf bewegt, seht ihr schon, aha, da wird also noch mehr ausgewählt, nämlich diese Freifläche, die gehört also offensichtlich dazu. Und wenn man jetzt da drauf klickt, sieht man, dieses Deckenelement ist beteiligt an einer Solid-Element-Operation. Und zwar ist sie ein Operator für die Freifläche 002. Das ist also die ID von dieser Freifläche. Und ihr seht ja auch so ein kleines kühn geformtes Kreuz. Wenn ihr da drauf klickt, ist diese Solid-Element-Operation auch wieder weg. So kann man die Solid-Element-Operation für dieses Objekt löschen. Ich mache es wieder rückgängig. Wenn ich jetzt auf dieses Element gehe, also das Zielelement, dann habt ihr da auch so ein kleines Quadrat. Das ist jetzt hier. Und wenn ihr da drauf geht, seht ihr, dass das steht Solid-Element-Befehle Abzugsziel von Decke 003, also von dem Ding da. Die Solid-Element-Operation ist echt. Das heißt, wir haben also wirklich ein dreidimensionales Ergebnis. Und das kann man daran sehen, dass das Volumen sich ändert, dieser Freifläche. Ich mache mal ganz kurz diese Operation rückgängig. Ich gehe jetzt mal tatsächlich hier drauf und gehe auch auf dieses Kreuz. So, und jetzt ist die Operation wieder weg. Ich wähle die Freifläche aus, öffne meine Elementinformation-Palette. Und da seht ihr jetzt hier rechts ganz viel stehen. Unter anderem steht hier Volumen, Durchbrüche berücksichtigt, 167.241 Kubikmeter. Kann man sich jetzt merken, also 167.241. Und wenn ich jetzt diese Solid Element Operation wieder ausführe, Steuerung Z, und gehe wieder auf dieses grüne Freiflächenobjekt, dann seht ihr jetzt, da steht eine andere Zahl, 163.000 und so weiter. Die Differenz davon ist das, was hier sozusagen aus diesem Freiflächenobjekt ausgeschnitten wurde. Okay? Ich möchte jetzt eine weitere Solid-Element-Operation ausführen. Ich habe jetzt hier schon ein Ergebnis. Die grüne Fläche ist schon das Ergebnis einer solchen Operation. Und jetzt kann ich sagen, dass die ein weiteres Mal bearbeitet wird. In diesem Fall durch diese Decke. Ich wechsle mal ganz kurz die Perspektive. Das mache ich jetzt so. Ich wähle dieses Ding wieder aus, diese grüne Freifläche, und sage wieder Zielelement übernehmen, abwählen. Graues Teil auswählen, die schwebt ja über dieser Freifläche. Operatorelement übernehmen, deswegen wähle ich jetzt auch die Option Abzug mit Verlängerung nach unten. Ich möchte in diesem Fall keine Grube erzeugen, sondern eine wirkliche Perforation dieser Fläche. Und wenn ich jetzt sage Ausführen, dann wird ein Loch hineingestanzt. Ich lege jetzt mal dieses Operatorelement auch auf diese SEO-Ebene, die eher auf Drahtgitterdarstellung geschaltet ist. Jetzt kann ich das hier besser sehen. Ihr seht also, dass es alles sich addieren lässt. Ich kann sozusagen Operation in Operation verschachteln. Ich zeige euch jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten und dann ist die Sache erledigt. Was sind eigentlich da unten diese Befehle? Ich klappe jetzt mal das da oben ein. Elementbearbeitung bearbeiten. Jetzt zeige ich noch ganz kurz, was das zu bedeuten hat. Folgendes, es ist eigentlich ganz einfach. Ich kann zum Beispiel die grüne Fläche auswählen. Jetzt sieht man schon, hier kommt wieder dieses kleine Quadrat. Wenn ich da drauf gehe, steht da Ziel von Decke 003. Das ist die dünnere Decke, die über dem Objekt geschwebt hat. Deswegen steht auch in Klammern nach unten. Das ist Verlängerung nach unten. Und dann noch Abzugsziel von Decke 003. Das ist also ganz klar, welche Operatoren wirken auf diese Freifläche ein. Das ist das eine. Ich kann das auch wieder wegklicken. Jetzt wähle ich es nochmal aus. Und jetzt wollte ich ja kurz zeigen, was es hier mit auf sich hat. Hier steht Ziele hinzufügen, Operatoren hinzufügen. Jetzt habe ich hier ganz klar ein Ziel. Also diese Freifläche ist ja das Ziel einer Operation. Ich kann jetzt sagen, was sind denn die Operatoren davon? Und wenn ich jetzt da drauf klicke, dann werden diese beiden Decken hier markiert. Das ist eigentlich alles, was da passiert. Umgedreht, wenn ich wissen will, wozu diese Decken eigentlich gehören, Solid Element technisch betrachtet, kann ich jetzt sagen, alle Ziele hinzufügen und dann wird diese Freifläche ausgewählt. Ich kann also auf diese Weise checken, welches Objekt zu einer Solid-Element-Operation eigentlich dazugehört. Hier kann ich ja auf dieses Quadrat klicken, da steht dann Operator auf Freifläche 002. Jetzt könnte es ja sein, ich hätte hier wesentlich mehr Freiflächen und weiß nicht automatisch, was Freifläche 002 ist. Und dann könnte ich auf diese Weise Ziele hinzufügen, einfach wissen, okay, das ist also die Freifläche, mit der diese Solid-Element-Beziehung besteht. So, jetzt kann man alle Ziele löschen, alle Operatoren löschen. Das ist jetzt mehr oder weniger selbstverständlich. Ich kann vor allen Dingen die gemeinsamen Operationen löschen. Solid-Element-Operation, das war's.